Gut. Milch und Kaffee und eine Mikrowelle mit zu vielen Tasten. Wenigstens funktioniert der Strom noch. Eine Chuchu-Bahn! Flugzeug? Chuchu-Bahn! Okay. So noch. Ah! Wow. Wow. Noch lauter, bitte! Aha! Macht man ruhigen! Ich bin ja auch noch zu Gast. Gut. Was? Credits. Nochmal schnell den Patienten das Geld klauen. Brauchen sie ja nicht mehr. Ganz schön dünne Decke. Wo lang? Okay. Dankeschön. Don't go it alone. Muss ich aber. Verschlossen, okay. Ah, da ist noch was. Oh, die Musik. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von... dir. Nachladen und weiter geht's. Kriegt ihr das Teil nicht aus? Plasma Energie. Was ist das? Blutreserven? Sonst nicht. Gut, dass wir die Gliedmaßen abschießen müssen, das war mir schon im Klaren. So, wo lang? Was sagst du? Okay, Navi. Ich vertraue dir mal. Hoffentlich bist du nicht Google. Alarm. Hey! Kack-Rollstuhl! Ja! Geh doch runter! Ist klar! Route war falsch. Da ist eine Sicherheitsabriegelung. Sie sollten sich beeilen. Wie könnten Sie verpassen? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Mal sehen, wie weit Sie ohne mich kommen. Nein! Scheiße! Scheiße! Nachladen. Haben wir's bald.
ein Glück. Dana? Dana! Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac, wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Tideman ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Scheiße! Tideman stört mein Gedanken! Tideman. Okay, scheiß. Alter, ich wette, Isaac, du hast Angst. Ja, das kann ich verstehen. Ich würde mich auch scheiße fühlen. Wenigstens lassen sie gut Sachen fallen. Energieknoten. Die gibt's also auch wieder. Was? Tab um zu lesen. Zu Händen. Rezeption. Bitte überweisen Sie alle registrierten Personen, die sich über Angstsymptome und oder psychologische Probleme beklagen, an die anderen Krankenhäuser in der Gegend. Wir sind ausgebucht und haben kaum noch stimmungsaufhellende Medikamente. Nach den jüngsten CIC-Entlassungen und der zunehmenden Spannung zwischen Unitologie, einfach mal hier so. Und Irfgoff war ich davon ausgegangen, dies sei der Höhepunkt. Aber diese neue Welle ist etwas völlig anderes. Dr. Brian Albers, Psychologieabteilung. Okay. Kaffee. So, das ist ein typisches Krankenhaus. Überall Kaffee. Ist da noch irgendwas? Plasma-Energie. Können wir nicht genug haben. Wie sieht's denn aus mit der Tasche? Aha, also 45 Schuss und 4 Medipacks. Gut. Da würden sie jemand, glaube ich, gut heißen. Hast du was? Nö. Isaac, nimm den Rollstuhl mit. Und speichern. Ja, endlich speichern hier. Ja. Assistenzarzt. Kiefer. Chance. Okay. Two-Edge Raum. So eine Art. Drehe langsam. Okay. Achso, ich hab's, glaube ich, verstanden. Okay, nochmal. So hackt man heutzutage. Und das letzte. Nein! Ah! Alter! Boah! Sah denn der aus? Aber da war, glaube ich, in irgendeinem Schutzanzug. Okay, gleich nochmal. Aber jetzt. Und hacken. So, aussteigen und Straße.
Ach so, das ist so gescriptet, okay. Starse also mit C. Was? Wartungsbericht 384003. Ach du Scheiße, was man da alles... Ersetzt mit der Array entmagnetisiert, Heisenberg-Gabeln kalibriert, Induktionsspule zündet immer noch nicht richtig. Teste auf defekte Matrix. Habe Bescheid gegeben, dass nächster Termin abgesagt werden muss, da die Reparatur den ganzen Tag dauern wird. Also irgendwas Unnötiges. Denke ich jetzt mal. Straße! Sicherheitsteuer. Haben wir noch irgendwo was? Ja, das brauche ich nicht. Oder was passiert, wenn ich das... Warte mal, ich mach super was. Hätte sein können, dass es irgendwie ein Easter Egg ist. Okay, gehen wir halt weiter. TF. Lalala, oh. Ich dachte schon. Doktor? Alter, was geht denn mit euch da? Hi. Da drin ist noch... Ist ja widerlich. Alter! Wie lange lebst du noch? Ich habe ihm das Bein abgeschossen, den Kopf und das Vieh... Kann auf mich drauf spucken. Sonnenreflexion. Licht. Und. Oh. Millipack Mittel. Und Credits. Es ist widerlich. Also, Isaac, ohne Scheiß, du tust mir übelst leid. Jetzt liegen die Energieknoten auch einfach so rum, nicht mehr in solchen Kästen. Ich denke die ganze Zeit, dass hier was rumläuft. Vor Aufzügen habe ich generell ein großes Problem. Was zum Geier? Jetzt wisst ihr auch warum. Isaac, ich weiß nicht, ob das immer noch der Marker ist oder ob das jetzt einfach nur Störungen in seinem Kopf sind. A, B. Alter!